Was die berühmten 3 Bs mit Network Marketing zu tun haben, darüber werde ich im heutigen Video sprechen. Ich freue mich schon sehr drauf und bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück. Gerade wenn man als Networker ganz frisch startet, ist einem noch nicht bewusst, was da alles auf einem zukommt. Und heute werde ich über die berühmten 3 Bs sprechen. Und die erste B-Phase ist einmal die des Belächeltwerdens. Gerade wenn man als Angestellter oder aber als Arbeitnehmer in die Selbstständigkeit im Network startet, dann gefällt das dem Umfeld gar nicht so gut. Die wollen ja, dass man gemeinsam im selben Boot sitzen bleibt, gemütlich dahinrudert und sich darüber aufregt, was nicht alles besser laufen könnte im Leben. Wenn dann jetzt man sich selbst die Entscheidung dazu trifft, dass man über die Kante springt und davon schwimmt, um sein Leben mit Network Marketing zu verbessern, dann wird das nicht einfach so bedingungslos akzeptiert. 50% der Networker, die hier starten, und Network Marketing ist ja wie eine Drehtür, es geht sehr einfach hinein, aber auch gleich wieder retour. 50% der Networker scheitern bereits an der Negativität in dem Umfeld, die am Anfang noch dazu gepaart mit den ersten nicht so erfolgreich, möglicherweise nicht so erfolgreich laufenden Terminen eben passiert. Was aber passiert mit der zweiten Hälfte, die nicht aufgibt an dieser Stelle? Nun, diese Menschen, die kommen dann so langsam in die Phase 2. Wenn das Mindset nicht verloren geht, das Positive, der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge, dann geht es weiter und die zweite B-Phase, das ist dann die des Bekämpftwerdens. Nicht minder herausfordernd, ich würde sogar sagen, dass das sogar noch ein bisschen eins obendrauf setzt, weil oftmals hier das Umfeld beginnt, aggressiver einem daran zu hindern, erfolgreich zu werden. Was kann da passieren? Nun, die Menschen im eigenen Umfeld, die können richtig aggressiv vom Wording her auf einen zukommen und sagen, mein Gott, jetzt machst du noch immer dieses unseriöse Pyramidenspiel, du wirst das nicht glauben, dass gerade du mit Network Marketing erfolgreich wirst. Außerdem kenne ich da von meinem Nachbarn die Tochter von dem der Freund und da der Sohn, der hat irgendwann mal in so einem unseriösen System gestartet und hat da sein ganzes Geld verloren. Auch du wirst dein Geld verlieren und deine Freunde noch obendrauf. Da wärst du nicht der Einzige, der auch mit solchen Aussagen konfrontiert wird. Hier einen breiten Rücken sich anzueignen, ist eine Voraussetzung, dass man hier weiterkommt. Man kann so machen wie ich und trainieren gehen oder einfach über unzählig viele Gespräche hier immer besser und besser werden und einfach die Negativität abprallen lassen. Ich habe mich auch begonnen, nach und nach von negativen Menschen absolut zu distanzieren. Also die Phase des Bekämpftwerdens, die kann auch ziemlich lange andauern, weil bei mir waren sie in etwa 3 Jahre. Was macht man denn, wenn man hier diesen Weg weiter voranschreitet? Seinem Umfeld zeigt man einen Spiegel. Und der Spiegel, da sehen sich die Menschen selbst drinnen, wie sie jammern, wie sie nichts verändern, mit ihrer Situation unzufrieden sind. Nur solange hier der Leidensbaum noch nicht genug gefüttert ist, ist auch die Komfortzone noch sehr anziehend. Wenn man am Abend von der normalen Arbeit nach Hause kommt und man geht bei der Couch und beim Fernseher vorbei, dann hat er eine magische Anziehungskraft. Das kenne ich noch aus der Vergangenheit. Und wer sich ein bisschen mit Finanzen beschäftigt, der weiß aber, dass die Zeit für die Networker arbeitet. Was meine ich damit? Wir haben aktuell 5-10% Inflation, Realinflation, nicht das, was sie uns erzählen pro Jahr. Und wenn ich da ein paar Jahre nach vorspule, dann ist das ungefähr so, wie wenn ich heute den Menschen 50% vom Einkommen wegnehme. Das ist der Kaufkraftverlust. Viele werden dann in dieser Situation sich doch entscheiden, mit Network Marketing zu starten. Ja, die dritte Phase, die kommt dann schleichend. Das dritte B ist dann das Begehrtwerden. Es kommt dann so, dass der Erfolg im Network nach und nach sichtbarer wird. Das kann sein mit einem anderen, selbstsicheren Auftreten, mit anderer Kleidung, mit Zusatzurlauben, mit einem Auto oder mit dem Umzug von einer Wohnung in ein Haus möglicherweise. Auch der Lifestyle, der sich damit dann einhergeht, wird für die Menschen im Umfeld sichtbar und nach akzeptieren die Menschen, dass man sich positiv verändert hat. Neid ist dann natürlich dann sofort die Konsequenz, muss man auch damit erst umgehen lernen. Was zeitgleich kommt, das sind die Schulterklopfer. Die kommen aus ihren Löchern heraus und
Wohlnickend kommen sie auf dich zu und sagen, ich habe ganz genau gewusst, dass gerade du erfolgreich werden wirst. Wird dem einen oder anderen dann so gehen wie mir, wo man sich dann denkt, ja genau, du A, Punkt, Punkt, Punkt. Da muss man viele soziale Kompetenz mitbringen, dass man hier mit einem beherzten Lächeln dem Ganzen entgegnet. Doch ich kann euch sagen, in der dritten Phase, die entschädigt für alles, was davor passiert ist. Am Anfang das belächelt werden, dann das bekämpft werden, bevor sich dann der Erfolg endlich einstellt. Mit einer seriösen Network-Firma als Basis, die bereits alle Herausforderungen hinter sich hat und auch ein Produkt liefert, das es bei den Konkurrenzunternehmen nicht zu finden gibt, das ist einmal Grundvoraussetzung, weil man ja dann doch über die nächsten 5, 10 oder auch 15 Jahre seiner Lebenszeit investiert, um hier nach und nach erfolgreich zu werden. Im Network kannst du nur gewinnen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du keinen Erfolg haben kannst. Das erste ist, du bleibst im Ruderboot mit deinem Umfeld sitzen und jammerst weiter. Doch wer aufhört zu jammern, der beginnt zu handeln. Und wenn du über das ist die zweite Möglichkeit, wie du nicht erfolgreich werden kannst. Du springst zwar mit vielleicht dem einen oder anderen mit über Bord, doch bevor du das Ziel, das Ufer erreicht hast, kehrst du wieder um, weil du mit der Ablehnung, die am Anfang auf dich zukommt, nicht umgehen lernst. Network Marketing ist eine absolut geniale Branche, weil sie den Gleichmacher in der Gesellschaft darstellt. Du brauchst keinen akademischen Titel oder irgendeinen sozialen Status, um erfolgreich zu werden. Im Network Marketing geht es einzig und allein am Anfang um Offenheit und Vertrauen, dann unendlich viel Einsatz und ein ganz wichtiger Punkt auch Durchhaltevermögen. Die drei Bs, belächelt, bekämpft, begehrt, die wird und muss jeder durchlaufen. Da gibt es leider keine Abkürzung zum Erfolg. Wenn du weitere Fragen hast zu Network Marketing oder zu meiner Person, dann gerne unten eine Nachricht an mich schreiben. Gerne teile dieses Video auch mit deinen neuen Partnern, um denen aufzuzeigen, was auf sie hier zukommt und damit sie auf das einfach gefasst sind. Ich freue mich, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen hier und bis dorthin wünsche ich wie immer ganz viel Erfolg in deinem Network-Geschäft.